Honig mit gentechnisch veränderten Zutaten darf nicht ohne Zulassung verkauft werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Vorgabe gilt für alle Lebensmittel mit genmanipulierten Inhaltsstoffen. Sie müssten geprüft werden, unabhängig davon, wie groß der Anteil genveränderter Zutaten sei und ob sie zufällig oder absichtlich so die Luxemburger Richter. Im konkreten Fall ging es um die Klage eines bayerischen Imkers. Er hatte in seinem Honig Spuren von Genmaispollen gefunden. Hobby-Imker Karl-Heinz Bablock kann es noch nicht fassen. Nach 7 Jahren Rechtsstreit hat er in Luxemburg Recht bekommen. Seinerzeit hatte er Angst um seine Bienenvölker und die Reinheit seiner Produkte. Eine Analyse zeigte, entgegen aller Versprechen seitens der Genforscher waren doch Genmaispollen in seinem Honig. Immerhin 4%. Er hat damals seinen verunreinigten Honig vernichtet und die staatliche Forschungsanstalt verklagt, also den Freistaat Bayern, mit Erfolg. Nach diesem Gerichtsurteil ist der Pollen nicht lebensmittelfähig, das heißt, der Honig ist dann nicht mehr verkehrsfähig. Auch die Honigprodukte wie Lebkuchen, Müsli und so weiter und so fort, das wird ganz schöne Wellen schlagen. Das Urteil aus Luxemburg trifft vor allem Landwirte, die gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen. Ihre ökologischen Nachbarn werden nun verstärkt nach Verunreinigungen in ihren Produkten suchen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist aber auch ein Rückschlag für die Agrokonzerne, die auf eine verstärkte Einführung ihrer Produkte gesetzt haben. Aber die EU-Richter zeigen auch der Politik Versäumnisse auf. Die entscheidende Dimension des heutigen Urteils ist der Nachweis, dass das deutsche Gentechnikrecht schlicht nicht funktioniert. Die Bienen haben bewiesen, es gibt keine Koexistenz von Gentechnik und nicht gentechnisch veränderter Landwirtschaft. Null Toleranz bei Lebensmitteln mit genetischen Verunreinigungen. Dieser Linie sind die EU-Richter im Wesentlichen gefolgt. Das bedeutet mehr Klarheit für den Verbraucher und eine Welle neuer Zulassungsverfahren.